Herzlich willkommen, wenn ihr das erste Mal da seid. Willkommen zurück, wenn ihr schon wieder da seid. Was machen Ethereum? Nicht Gutes zumindest, aber auch noch kein besonderer Grund zur Besorgnis. Wir sind gestern über unsere goldene Linie ausgebrochen. Das war diese hier, ne? Und dann sind wir ausgebrochen und wir sind immer noch dabei, einen Retest zu machen oder was wir da machen, ne? Wenn wir hier unten mal abprallen, ich habe jetzt hier eine zweite pinke Box eingezeichnet. Wir sind gefangen zwischen zwei pinken Boxen, ne? Das ist einmal eine Support Box in pink und einmal eine Resistance Box in pink. Solange wir uns dazwischen aufhalten, ist ja, ne, alles nur Gequatsche, nichts ist klar. Gelaber, ne? Wenn wir hier durch die goldene wieder durchfallen, gleichzeitig die grüne nach unten hinnehmen, sollte es jedem klar sein, dass wir hier nochmal die 2700 ungefähr wiedersehen. Wäre jetzt auch nicht, sag ich mal, das günstigste. Halten wir das, ne? Können wir davon ausgehen, dass wir hier einfach so weitermachen, wie jetzt hier die letzten Tage, sage ich einfach mal. Aber so ein bisschen Klarheit wäre schon mal ganz nice, würde ich einfach mal behaupten. Wenn wir natürlich bei Bitcoin ausbrechen, werden wir auch hier bei Ethereum uns mal wieder auf den Weg machen. Aber ich denke mal, es ist an der Zeit, genau so wie bei Bitcoin, hier ein bisschen Ruhe walten zu lassen. Vielleicht ist die beste Strategie auch wirklich zu warten, bis wir hier diesen Kanal verlassen. Wir hoffen immer noch, dass wir den hier irgendwo mal nach oben hin durchbrechen. Aber wir müssen natürlich auch immer unser Downside-Potenzial sehen, welches folgendes ist. Verlassen wir hier die goldene Linie und die grüne wieder nach unten. Bam. Ja, hier ist im Grunde genommen nichts. Ja, das ist ein runde Supportmarkt. 2800, 2700 ist dann schon hier die grüne Linie. Verlassen wir die grüne Linie nach unten, können wir ja fast davon ausgehen, dass wir die nächste grüne Linie hier unten nochmal wiedersehen. Diese absteigende Linie in dieses Kanals, die ungefähr jetzt aktuell bei 2500 verläuft. Da würde ich dann mal doch einen Blick drauf werfen und hier würde ich definitiv zugreifen und nochmal einen Dip kaufen. Eine kleine Position vielleicht hier kaufen und eine größere hier und dann mal sehen, wie die ganze Nummer weitergeht. Aber Strong ist auch wie bei Bitcoin hier ein bisschen anders. Ja, da haben wir wirklich mit einem bisschen mehr gerechnet, sage ich einfach mal. Trotzdem hier auch aktuell kein Grund zur Sorge. Abwarten, Tee trinken, Seitenlinie, alles okay. Ja, ein bisschen chillen. Die nächste Möglichkeit, wer wirklich ein auf Spekulatius machen will, sage ich ja immer, ist diese goldene absteigende Linie. Wenn wir die nach oben hinbrechen und gleichzeitig hier die 3000 zurückerobern, also sprich sowas hier, ja, dann hier eine Mini-Möglichkeit, schon mal wieder darauf zu spekulieren, dass wir hier die nächste goldene Linie anlaufen. Aber das ist wirklich dann doch ein bisschen spekulativ, sage ich einfach mal so. Ansonsten Sideline, Seitenlinie, ganz guter Freund im Moment. Genauso wie bei Litecoin, dazu sage ich jetzt eigentlich gar nichts mehr, schon wie gestern Abend, wir machen gar nichts. Wir haben jetzt hier auch nochmal die 148 nach unten hingebrochen. Testen die jetzt gerade von oben her, von unten an. Mal sehen, was passiert. Auch hier wäre es natürlich endlich mal wichtig, hier aus diesem Keil herauszukommen, damit man überhaupt mal weiß, wohin die Nummer läuft. Ist mir auch langsam wurscht, ob nach oben oder nach unten. Ich habe ja die Möglichkeit, zu beiden Seiten zu handeln, wenn wir hier nach unten hin rausfallen. Naja, dann können wir uns auf was einstellen, sage ich einfach mal so. Wenn wir nach oben hin rausfallen, wäre das auch mal schön, dann würde ich, wenn wir die 148 gleichzeitig zurückerobern, doch nochmal einen Long ansetzen. Erstes Ziel, ganz klar, 158 und weiter. Und hier wird sich dann erstmal die Spreu vom Weizen trennen. Das ist eine sehr, 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 sehr große Resistance. Wenn wir die durchbrechen, ist ganz klar, dass wir auch diese grüne Linie hier anlaufen. Aber davor lasse ich die Pfoten davon. Bei XRP, ne, da habe ich gestern ein paar Fragen gekriegt. Ja, lohnt sich denn jetzt hier schon der Einstieg? Habe ich gesagt, nee, alles unter der grünen Linie ist Schmarrn. Jetzt sind wir nicht nur unter der grünen Linie geblieben, sondern auch wieder hier in dieses, in Anführungsstrichen, Dreieck reingefallen. Testen das jetzt wieder von unten an. Ne? Also,
Alles wie gehabt. Ausbruch hier über die Goldene und dann gleichzeitig das Halten der horizontal Goldenen würde eine Möglichkeit bieten. Ausbruch, Retest und dann über diesen Punkt hinaus Möglichkeit hier Long einzusteigen. Ziel erstmal grün. Ne? Natürlich können wir hier wieder rejected werden, aber wenn ich hier hochziehe, setze ich meinen Stop-Loss erstmal auf plus minus 0 und gucke, was hier passiert. Wenn wir runterkommen, werde ich ausgestoppt, alles nicht so schlimm. Ziehen wir weiter hoch, kommen wir als nächstes diese rote Linie, die unglaublich wichtig ist. Wenn wir die brechen, okay, dann werden wir wahrscheinlich auch hier an die rote diagonale Linie kommen. Wenn wir mit einer Tageskerze unter der horizontalen goldenen Linie hier landen, unter dieser hier, ne? Ist nix gut. Ja, dann stimmt auch hier irgendetwas nicht. Bei Cardano habe ich mir deutlichst mehr erwartet. Hier sind noch unsere Zeichnungen drin. Die haben auch eigentlich weiterhin Stand. Aber dass wir jetzt hier so strugglen, runterkommen oder was auch immer. Ne, hier können wir noch eine Schulter-Kopf-Schulter machen, wenn wir lustig sind. Ne, wenn die dann bricht, schlagen wir hier auf die Goldene auf. Bei 1,80 ungefähr. Müssen wir einfach mal sehen, was hier passiert. Hier auch ganz klar für mich, da lasse ich die Pfoten davon, mache ich gar nichts im Moment, es sei denn, brechen die goldene Linie nach oben. Auch dann habe ich die Möglichkeit, wieder einen Long zu setzen. Ansonsten stehe ich auch gerne hier an der Seitenlinie und gucke mir das Ganze von außen an. Ein schönes Spektakel. Bei VeChain, wir korrigieren die Linie immer weiter nach unten. VeChain macht gar nichts, bewegt sich nicht. Na, wir haben hier einen Bounce nach dem anderen. Auf die Linie und so weiter und so weiter. Ne? Wenn wir die nach unten hinbrechen. In der Tageskerze nach unten. Ja, dann geht es schnell erstmal wohin? Zu 8 Cent, dann ganz klar zu 7 Cent. Auch hier, Stärke sieht anders aus. Das gleiche zur Oberseite. Hier ist noch die Zeichnung drin von gestern. Die kann beibehalten werden. Wenn ich ausbreche über die goldene, würde ich hier den Long nicht nehmen. Den würde ich erst nehmen, wenn wir auch gleichzeitig die rote nach oben hinbrechen. Ne? Das bleibt alles beim Alten. Solana macht im Endeffekt auch nichts anderes. Das haben wir gestern auch im Live-Chat, im Live-Stream besprochen. Dass wir dann hier erstmal an der Seitenlinie stehen, auch nach dem Ausbruch, weil wir eine Resistance-Zone über uns hatten. Gut, dass wir es getan haben, denn wir sind nochmal ein ganzes Stück heruntergekommen. Ja. Wenn wir das hier halten, das Gebilde aus 1, 2, 3 Linien, ist das positiv. Und dann weiter hochziehen, hier mal drauf, na, dann würde ich hier den Long Einstieg wagen. Wenn wir hier durchfallen, Prost Mahlzeit, Leute, Prost Mahlzeit, dann können wir davon ausgehen, dass es sehr, sehr schnell hier auf die 124 und danach auf die 115 ungefähr geht. Und wenn wir viel Glück oder Pech haben, je nachdem, wer wann wie einkaufen will, dann können wir auch nochmal die 100 wiedersehen. Also auch hier ein bisschen Vorsicht walten lassen und sich das Ganze einfach mal ansehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer, gerne ein Like, einen Kommentar für den Algorithmus und lasst ein Abo da, wenn ihr keine Abonnenten seid.